Verehrte Studierende, Lehrende und Freunde der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber Dresden, ich heiße Sie herzlich willkommen zum 5. European Guitar Award. Ich stehe hier mutterseelenallein in unserem wunderbaren Konzertsaal, der eigentlich bereits im April des vergangenen Jahres hätte der Austragungsort sein sollen für diesen Wettbewerb. Aber der Lockdown damals hat uns veranlasst, den Wettbewerb auf den jetzigen Termin zu verschieben. Und wir hatten die Hoffnung, dass wir eine Woche lang den Upper-Class-Gitarren-Nachwuchs der Welt und eine international prominent besetzte Jury hier in unserer Hochschule hätten begrüßen können. Aber auch das hat Corona verhindert. Und deshalb haben wir uns entschlossen, dem Virus digital zu begegnen. Und so ist der 5. European Guitar Award der erste seiner Art in rein digitaler Form. Bis zum 8. Januar durften die bereits im Frühjahr 2020 ermittelten Finalisten ihre Beiträge einreichen und die Jury wird am 18. Januar die Preisträger bekannt geben. Das Preisgeld in Höhe von 12.000 Euro kann in mehrere Preise geteilt werden. Außerdem gibt es eine CD-Produktion zu gewinnen, eine Young Master Tour und die Publikation einer Komposition. Denn bei diesem Wettbewerb geht es nicht nur um das perfekte Spielen einer Gitarre, sondern um das Präsentieren einer Künstlerpersönlichkeit, die universell tätig ist als Interpret, als Komponist und als Avantgardist. Außerdem gibt es einen Publikumspreis zu gewinnen und das ist eine Steel String Gitarre im Wert von 3.000 Euro. Und dieser Publikumspreis kann ermittelt werden in der Zeit vom 13. bis 17. Januar, wenn auf dem hochschuleigenen YouTube-Kanal die Beiträge der Finalisten zu erleben sind. Und unser Publikum die Möglichkeit hat, in der Zeit sein Votum abzugeben. Also bitte schauen Sie auf unserer Website www.hfmdd.de vorbei und stimmen Sie ab. Ja, und nun bleibt mir nur noch, den Wettbewerbern ein kräftiges Toi, Toi, Toi zu wünschen, der Jury ein glückliches Händchen bei der Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger und Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie als Publikum dabei sein können, wünsche ich viel Freude und Erbauung beim Mitfiebern. Ihr Axel Köhler.